Juhu. Juhu. Vollreste, juhu. Hier stehen Leute. Ja, dann machst du das, ne? Dann lasse ich dich mit denen allein. Ich möchte bei der Party ja nicht stören. Ich wurde ja anscheinend mal wieder nicht eingeladen. Okay. Ist ja hier mal bloß nicht so zickig, ja? Nein, komm nicht so schnell weg. Du musst dashen. Oh, hier ist eine Falle, die ist auch gemein. Die hier, hast du gesehen? Welche denn? Hier die. So. Ich will da nicht reinlaufen. Na komm, hier so. Es geht nicht. Da kommen auf jeden Fall etliche Stacheln raus. Oh ja, jetzt hab ich's gemacht. Ich wollte es doch mal testen. Ja, ich hab sie gespürt, ja. Ja. Echte Stacheln, echte Stacheln. Da ist ein Oger. Oh, hier sind viele, muss man aufpassen. Links gehen, ne? Links sind auch noch welche. Oh, ist ja der schön. Guck mal, wie groß der ist. Und du gehst mitten rein. Ja, schön. Weil ich den so schön finde. Ja, ich versuche mal ein bisschen mit meinen Feinden. Ey, jetzt kommt er zu mir. Oh, ich bin gut ausgewichen. Oh, der hat aber schön geschrien, ne? Der war geil, ne? Ich habe einen Verleiherschlüssel bekommen. Ja, ich auch. Brauche ich nicht, kannst du haben. Danke. Du würfelst jetzt auch bei allem Gier, kann das sein? Ja. Ja, das kannst du hier nehmen. Das Was? Das ist Naturfertigkeit. Ja, mach den mal fertig, ich hole mir das in der Zeit. Das will ich. Eine Schatztruhe. Ah, die Kisten, die mag ich. Da sind immer ganz geile Sachen drin. Muss ich hier gestehen. Nein, will ich mit dir reden. Da ist ein blauer... Achso, blau ist für unidentifiziert. Ja, das machen wir noch schnell. Komm. Ah, ein Diebstahlpaket. Ui, da sind richtig gute Stiefel drin bei mir. Die sind richtig geil, aber die kann ich noch nicht benutzen. Hey, Stufe du. 14. Warum rennst du weg? Ja, tschüss. Oh, der war aber schnell kaputt. Schnell war kaputt. Warte, warte, hier liegt was. Oh, Vielfeil-Insigne. Insignie. Davon habe ich eben auch wieder ganz viele eingesammelt. Wo führt mich denn der Weg hin? Hier lang, okay. Also ohne Pfeil war es manchmal, glaube ich, schon ein bisschen schwer. Wir werden ihn einfach mal anlassen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen läppsch ist. Guten Tag. Oh, die ist aber... Der hat viele Stacheln an seinem Arm. Erstmal werde ich hier die Kleinen weghauen. Oder spawnt der die? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ah, da steht aber gut. Da steht da fast. Ja, jetzt steht er gut. Oh ja, einfach mal ein bisschen weghauen. Ah, jetzt will. Oh, ouch. Ouch. Ah, guck mal. Easy, easy going. Also, man muss sagen, zu zweit geht das. Brauchst du das? Das kann ich auf jeden Fall benutzen. Ich weiß jetzt halt nicht die Werte. Ich habe mal gewürfelt. Naja, das ist schon schlechter als meins. Okay. Ah, eine Truhe. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich glaube, das ist das mit der Gewölbeerkundung. Das kann man ja gerade nochmal angucken. Denn wenn ich Gewölbeerkundung anklicke, steht da Aufgabe Gewölbe nach Beginn dieses Ereignisses betreten. Belohnung, eine spezielle Schatztruhe am Ende des Gewölbes. Und vielleicht ist das halt diese Kiste, ja? Weil die golden ist und nicht so hölzern wie die andere. Liegt hier sonst noch was rum? Obwohl, ja, in der Kiste ist jetzt ja eigentlich auch nur der Schatz, also unsere Questbelohnung. Ich hab's noch nicht ganz gerafft, aber naja. Gut, gehen wir weiter, oder? Okay. Zurück in mein Raumschiff. Warum stehst du so nah an mir? Weil ich mit dir Händchen halten wollte. Pass auf, was du mit deinem Schwanz machst, Junge. Sonst muss ich ihn dir wohl abschießen. Gut, dann rennen wir mal. Flitzi flitz. Und ich glaube, das wird auch so der letzte Auftrag in dem Gebiet gewesen sein. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, weil wir haben jetzt hier einige gemacht, dass man mal wieder zurückkommt, in andere Gebiete kommen. Wir waren ganz schön fleißig, ne? Ja, wenn man mal überlegt. Ich weiß noch, wie wir die erste, oder damals, als wir es so getestet haben, mit Level 1 oder 2 dann einfach mal in so ein Level 30 Gebiet gerannt sind. Da haben wir schon gut auch was aufgeholt mittlerweile. Sehr gut. Der Sieg über Kartok stellt für den Vormarsch der Orks einen schweren Rückschlag dar. Okay, er hat einen neuen. Den nehmen wir aber Ihr noch an. Ihr seid bei unserer Auseinandersetzung mit den Orks wahrlich Gold wert. Jetzt ist es an der Zeit, den Kampf direkt ins Herz unserer Feinde zu tragen. Kundschafter haben im Südwesten eine Mauerbresche entdeckt. Der Weg zum Mantelturm ist offen. Folgt dem Pfad nach Osten zum gefreiten Quickfoot.
Dann durchquert die Bresche. Okay, wir müssen zu Quickfoot. Ich weiß zwar nicht, wer Quickfoot ist. Klingt so ein bisschen wie Bigfoot. Und ich muss gerade noch identifizieren. Ich habe noch ein bisschen was. Ja, ich muss auch machen. Identifizieren. Also die habe ich schon. Die kann ich nicht... Oh, die sind so gut, die Stiefel. Ich brauche die. Ich brauche die auf jeden Fall. Das kann ich nicht gebrauchen. Das war nicht gut genug. Dann könnte ich mich aber nochmal um meine Kräfte kümmern. Neue Talente. So, wo sehe ich es denn? Einmal heroisch. Verfügbar dreimal heroisch. Da gehen wir natürlich weiter auf kritische Treffer. Es ist für mich die Frage, ich kann die ja nachher nicht mehr zurückgeben, ne? Das ist ja natürlich ein bisschen blöd. Änderungen zuweisen, okay. Jetzt habe ich noch einen übrig. Aber wie komme ich denn dahin? Erholung durch euch? Ne, Bedrohung durch euch. Egal, wir gucken mal, was ich mit meinen Kräften noch so machen kann. Oh, da muss ich auch nochmal gucken. Ich kann die Flucht des Plünderers verbessern, dann komme ich halt weiter zurück. Finde ich jetzt aber gar nicht so spannend irgendwie. Muss ich sagen, ja, fickt mich jetzt nicht so an, um das mal so in der Jugendsprache auszudrücken. Das kann ich noch nicht. Ich glaube, ich werde mir die Punkte noch ein bisschen aufsparen. Obwohl der behindernde Schuss eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Oder zumindest besser ist noch hier die Salve. Zwei Pfeile verursachen einmal Stümmeln. Reichweite Pfeilregen 10% Schaden extra. Das werden wir mal machen. Das ist gut. Der gefällt mir gut. Mit dem kann ich arbeiten. Na komm, der kann auch noch so. Kann man das alles mal ein bisschen verbessern. Aber es kommen noch richtig krasse Sachen hier dazu, glaube ich. Ja, es kommt noch sehr viel. Vielleicht sollte man sie dann doch nicht so verballern einfach, aber ich meine, die Fertigkeiten, die sind ja an sich nicht schlecht und wenn man sie jetzt nicht ausgeben darf, wäre das natürlich auch blöd. Von daher, kein Stress, kein Stress. Ich habe noch zwei Punkte übrig, die lassen wir auch erstmal. Jetzt bin ich damit eigentlich ganz zufrieden und dann warten wir wieder mal auf die Alien. Wieso? Oder bist du denn fertig? Ich bin fertig. Okay, dann... Was ist das hier? Ich bin mir nicht sicher, was man bei dem machen kann. Geschichte. Aber du hast jetzt auch das eine da, ne? Das Gefreiter Quickfoot ansprechen. Quickfoot. Ja, wo war der denn? Das ist jetzt die Frage. Rechts. Da, ja genau, da rennen wir jetzt hin. Da müssen wir bei hier lang. Ah. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Falsche Richtung. Nein, 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 nein. Das Navi, Shava, das funktioniert gut. Weil ich bin eben in die falsche Richtung gelatscht. komm schon, nicht so langsam. Ah, da holt sie auf. Ich höre es, wie sie langsam herangedächt. Ja, das ist meine Windschnittigkeit. Ja, ja. Das macht alles nur der Schwanz. Der schätzt mich nicht. Der schneidet die Luft. Oh, das ist aber ein kleiner Gefreiter. Deswegen steht er auch auf einer Kiste. Diese Orks sind niederträchtig. Kundschaft der Galen? Folgt diesem Pfad durch die Bresche in der Mauer im Süden. Galen sollte in einer Hausruine auf der anderen Seite sein. Nehmt euch in Acht. Okay, dann folgen wir. Moment, welche Richtung? Doch, das ist hier hoch, ne? Sehe ich doch richtig. Ja. Ja. Oder? Moment mal gerade. Kundschafter, wenn man jetzt hier irgendwie durch den Berg kommt, das sieht man, glaube ich, nur von der Karte her nicht. Genau, dann ist man gleich da. Ja, doch, sieht aber so aus. Sie haben ein neues Lager entdeckt. Der Einstiegspunkt wurde freigeschaltet. Ach, ich glaube, wenn man dann irgendwie in der Stadt ist, kann man direkt hier hinspringen oder sowas. Irgendwie wird das sein. Was will der hier? Wir sind bereit für erbrachte Dienste. So, der möchte nämlich zum Beispiel 10 von diesen Pfeilen. War das nicht so? Und dann kriege ich hier so einen Schatzbeutel. Den könnte ich mir sogar kaufen, theoretisch. Ja, das könnte ich auch. Ich glaube, ich spare aber erstmal. Oder warte mal, verstopfen die mein Inventar? Ich glaube ja nicht, oder? Mein Vermögen ist groß. Hier sind meine Gegenstände. Aber eigentlich ist auch schon cool, der Schatzbeutel, ne? Ja. Ich meine, da ist ja irgendwas drin. Ich überlege auch gerade, was mir gerade auch aufgefallen ist, es gibt hier so Astraldiamanten und Rohastraldiamanten. Die kann man
Die kann man finden. Oder man muss irgendwo, glaube ich, beten. Das kann man jeden Tag machen. Da müsste ich mich nochmal genau informieren. Das haben wir nur so ganz kurz überflogen. Und die sind wohl sehr wertvoll. Ja, also da müssen wir nochmal suchen. Ich werde das jetzt hier erstmal lassen. Ich behalte mein Zeug. Okay. Ich rede mal lieber mit dem Kundschafter. Wie kann ich helfen? Oh, die hat direkt mal wieder neue Aufträge. Ihr seid sicher der Abenteurer, von dem Hauptmann Generals berichtet hat. Hoffentlich seid ihr für einen Nachschlag an Orks bereit. Habt ihr Lust zu helfen? Ich muss auch sagen, ich finde das sehr cool, dass die so original, oder was heißt original Stimme, aber sehr bekannte Synchronsprecher genommen haben für die Mission. Die Orks machen sich aggressiv in diesem Teil der Stadt breit. Um dieser Bedrohung Herr zu werden, müssen wir mehr über ihre Pläne in Erfahrung bringen. Begebt euch zum Vielpfeillager im Süden des Mantelturms und sammelt alle Angriffspläne ein, die ihr finden könnt. Angriffspläne, so, so. Und die Augen des haben es. Des Grumsch wir müssen sind diesen mächtige Kringel. Schamanen, die um den Mantelturm einen mystischen Schutzzauber aufrechterhalten. Wenn wir einige von ihnen ausschalten, wird der Zauber geschwächt und ihr könnt ihn durchgelangen. Die Beschützer versammeln sich meistens bei ihren brennenden Grumschreinen. Was macht nochmal der Hafner? Ah, der Hafner hat auch nochmal, oder? Hier kann man sich... Moment, ich glaube, das habe ich mich mal so ein bisschen informiert. Ich glaube, da kann man sich so Sachen angucken, die andere Leute gebastelt haben. Genau, das sind neue Aufträge von Spielern. Das könnte man ja später mal machen. Um später noch so ein paar neue Inhalte zu haben. Aber am Anfang können wir uns ja so ein bisschen an der Story orientieren. Okay, wir müssen in den Kreis für beide Missionen, glaube ich. Wer das jetzt? Ja. Flitze, Kacke. Flitze, 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 Kacke. Hm, schon wieder. La la la. Denn sind Gegner, die wir nicht brauchen. Oh, da haben sie schon Leute aufgeknüpft. Sehr nette Leute wurden hier. Sehr nette Leute. Komm ich da dran? Oh. Da ist so ein Beschützer, den wir töten müssen. Bleibt hier auch einfach stehen. Und der ist aber ein Darm. Na, dafür ist er wahrscheinlich sehr, sehr stark, wenn er dich trifft. Oh ja, der macht mal eben 100 Damage mit seinem normalen Angriff. Aber er ist tot. Und dann ist er schwach, muss ich ja sagen. Und dann ist hier viel rausgefallen. Ja, das hab ich alles aus ihm rausgeschnitten. Aus seinem Hintern. Was ist das denn hier? Ah, ein unidentifizierter Gegenstand. Jetzt habe ich Magier gedrückt. Siehst du, da gewinne ich, obwohl ich den Gegenstand nicht gebrauchen kann. Das ist bestimmt einer für dich. Ja, tatsächlich. Das ist sogar Stufe 14. Hast du die schon? Nee. Warte mal, das gebe ich dir trotzdem, weil das scheint eine bessere Rüstung zu sein. Okay. Was war das? Den Rest kannst du, glaube ich, nicht gebrauchen, oder? Nee. Annehmen, bestätigen, fertig. Vielen Dank. Sehr gerne, weil Stufe 14 ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Da unten habe ich noch Material. Ah, oh, hallo. Oh. Sie auch hier. Wir planschen da unten. Oh, jetzt kriegt er auf den Sack. Jetzt geht er genau durch meine Pfeile. Und da fliegt er. Das tut ihm aber nicht gut. Der da unten planscht. Das ist auch so ein Naturdingsbums. Ich habe jetzt übrigens schon so Angriffspläne bekommen, ne? Brauchst du das hier? Oh. Ja, jeder von uns braucht 3 Angriffspläne. Angriffspläne? Davon habe ich einen. Na, das ist gut. Die brauchst du. Alter, hat mich mal eben getroffen. Du kleiner Sack. Nein, du triffst mich nicht. Ich finde es ja zumindest dann fair, dann sind die so richtig schön langsam. Oh, jetzt hat er mir voll in die Fresse gehauen. Aber so richtig. Jetzt auf, du Oka. Da kannst du noch so viel schreien und dich auf den Boden winden. Wir kaufen heute keine Süßigkeiten. Toll. Ein Langschwert, was ich auch nicht benutzen kann. Ist das für den anderen? Mhm. Naja, gut. Ich hätte doch mehr den anderen nehmen sollen. Nee, wieso? Also es klappt ja an sich ganz gut. Hier ist überall dieses, dein Paket braucht. Naturfertigkeit. Voll gut, ne? Dann heißt, kann ich mich ja voll bedienen. Hast du das hier aus dem Wasser auch schon geholt? Ja. Das habe ich schon geholt, ja. Da drüben steht noch so ein Aufseher, so, oder so ein Beschützer des Auges. Ich lock ihn einfach mal an. Wow. Und du stehst natürlich drin. Boah. Ich bin genau reingegangen. Oh Gott. Oh, der macht schon nicht schlecht Damage, wenn er trifft, ne? Hier sind wieder so Pläne.
Und hier, oh, hier liegt noch Loot. Loot, 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 Loot. Loot. Noch mehr. Also ich brauche noch einen Plan und zweimal diesen Beschützer. Da drüben ist noch ein Beschützer. Ja, ich auch. Na gut, ich sag mal so, diese Zauber, die sind eigentlich total harmlos. Du musst nur aus dem Kreis raus. Ich gehe immer genau rein. Ja, ich lock ihm immer meine Pfeile, dann passt das. So, einer noch und einmal Pläne bitte. Ich hol mir den Ogre. Hier drin ist ein Ogre. Ich mag die Ogre irgendwie. Das sind gute Gegner. Die machen Spaß. Ja, siehst du, er hat uns schon gesehen. Hallo. Ja, ja. Hallo, Liebchen. Oh, und er gibt mir immer aufs Maul, ne? Der hat gerade Baseball mit dir gespielt. Ja, deswegen brauchte ich jetzt auch mal Heilung. Ich hatte mir ein bisschen viel abgezogen. Naja, aber er kann nix. Muss man mal so sagen. Ja, stirb. Oh, zum Glück hat er nicht mehr getroffen. Wie er brüllt. Wie ein echter Mann, als hätten wir ihm die Hoden abgeschnitten. Hallo? Jemand zu Hause? Ist hier noch jemand? Die stehen doch meistens um die Ecken hier. Ork-Baracke. Was ist das für ein Gestank? Die Eldin hat wieder einen fahren lassen. Was hängt denn hier? Was ist das? Arcana-Fertigkeit. Da habe ich jetzt anscheinend mein Paket verbraucht. Da drüben ist noch ein Aufseher. Also ein Beschützer. Wo denn? Da, wo ich hinschieße. Ach so. Wie sie wild übers Schlachtfeld läuft. Hier sind so viele. So viele Leute. Gut, die habe ich fertig. Hast du die auch durch? Ja. Gut, dann brauchen wir nur noch so einen Plan. Dafür müssen wir eigentlich nur Leute töten. Habe ich so im Gefühl. Stehen ja noch welche. Ja, auch guck mal, da ist noch so ein Aufseher. Ja. Oh, jetzt hast du andere, ne? Jetzt hat jeder von uns seinen Lieblingsgegner. Da hinten steht auch noch ein großer. Ach komm, jetzt hat er mich getroffen. Verdammt. Ach, du hast es auch noch. Was hast du denn für welche? Ich versuche erstmal dir zu helfen. Vorsicht, da kommt noch einer. Noch einer? Was? Hinter dir steht einer. Ja, ja, den bekämpfe ich schon die ganze Zeit. Oh. Ich dachte, du gehst auch auf den, deswegen habe ich den direkt damals angegriffen gehabt. Hier ist ein Angriffsplan. Hast du den jetzt auch bekommen? Hier liegt erstmal eine Schatzlade. Yes, ich habe eine Schatzlade. Wo ist denn... Ne, natürlich ist hier wieder keiner für mich. Oder doch, warte. Ja, ich habe ihn. Juhu! Komm, willst du noch den Großen da haben? Ja, den möchte ich. Ja, ich will. Essen! Wollte. Menschenfleisch! Ogre! Ach, ich mag sie einfach. Sie haben auch so schöne Sachen an. Weißt du, ich würde auch gerne in so einen Lendenshorts rumrennen. Ja, das würde mir Spaß machen. Ist das schön? Ja, doch. Ich finde das sehr erotisch auch. Oh, ich mag's, wie der brüllt. Oh, nein. Ich möchte nicht mit dir reden. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich habe hier noch... Wie heißt denn die Quest? Welche ist das? Orks zurücktreiben. Wo mache ich das denn? Ereignis Ork-Überfall abschließen. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Wo wird das nochmal immer angezeigt? Mit J kannst du das Menü dafür aufrufen. Ach ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall auch mal in die Stadt zurück. Orks zurücktreiben habe ich auch noch. Wir haben ziemlich viele Aufträge... in der Enclave. Aber ich glaube, jetzt haben wir alle dieselben, ne? Also wir ja, haben ach, guck mal, hier ist schon wieder ein Ork. Hallöchen, mein Kleiner. Essen. Ach, er hat mich getroffen, verdammt. Ich wollte doch schön ausweichen. Geh du, ich bin hinter dir. wie er sich einfach so gar nicht für dich interessiert, ne? Ja. Ich steche dem hier die ganze Zeit in seinem Po. Ja, gut. Vielleicht hat er so viel Arschfett, dass er es schon nicht mehr spürt. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann lass uns mal die Aufträge abgeben. Hm? Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube, der hat uns nicht gesehen. Das war ein bisschen Glück, aber das gehört auch mal dazu. Dann einmal hier lang und dort hoch. Och, den gehen wir auch mal aus dem Weg. Wir weichen allen aus. Wir tun so, als wären wir harmlose Reisende. Touristen aus Japan. Oh, aha. Oh. Konnichiwa. Konnichiwa. Oh, oh. Harakiri. Harakiri. Gut. Verratet, den noch schnell abgeben. Sehr gut.
Ohne diese Anführer wird es Vancy schwerfallen, ihre Offensive auf weitere Teile von Neverwinter auszudehnen. Und Nummer 2. Die Wachen am Eingang des Mantelturms sind geschwächt. Ihr solltet jetzt hineingelangen können. Und natürlich direkt der nächste Auftrag. Die Pläne aus dem Fieldpfeillager deuten darauf hin, dass viele Angriffe von 3 Hordenanführern koordiniert werden. Ihr müsst in die Ork-Baracke eindringen und Lurk Bloodspear, Drogthu Elf Eater und Crackmer Deepscar ausschalten. Die Ork-Baracke ist auf der anderen Seite des Fieldpfeillagers. Ich habe zum Glück in der Nähe einen alten Durchgang entdeckt, sodass ihr euch nicht durch die gesamte Ork-Armee kämpfen müsst, um dorthin zu gelangen. Cool, und als Belohnung gibt's direkt mal eine Rüstung, die man dann auch verzaubern kann, weil die einen Slot dafür frei hat. Aber dafür müssen wir erstmal 3 Ork-Bosse töten. Ich glaube, ich habe was für dich. Oh, Schokolade? Ja, fast. Wie handelt man nochmal? Du klickst mich an mit F und dann muss ich das annehmen. Obwohl ich nicht weiß, ob das dir was bringt. Na, gib einfach mal her. Ich nehme alles. Wo bist du denn? Ich stehe vor dir. So. Wo ist es denn? Ich nehme einfach schon mal an, ne? Oder habe ich irgendwas für dich? Nö. Nichts Schönes. Tödliche Rüstung. Ist das was für dich? Ich nehme sie mal. Ich nehme dir dieses Mitleid ab. Dieses Mitleid von Rüstung. Hallo. Ja, warte, ich bestätige doch gleich. Mach doch mal langsam. Ja, also beim nächsten Mal haben wir viel zu tun. Ja, wir müssen die Ork-Bosse töten und dann unsere erste verzauberte Rüstung annehmen. Juhu. Oh ja. Oh. Wie? Guck mal, mein Geräusch, wenn ich springe. Das ist ein ekliges Geräusch. Wie wenn so ein Hund einen Knochen hochwirkt, wa? Ja, ein bisschen schon. Ja, dann würde ich sagen, tanzen wir noch einmal im Regen, ja, und dann ist jetzt Schluss. Wee! Hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Neverwinter mit der Alien. Und dem Schavo. Und der Schava. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss.